Wer den Meeren auf den Grund gehen will, ja, der muss gar nicht tief abtauchen. Im Ozeaneum in Stralsund, da können Besucher bequem zu Fuß ihre Reise in die faszinierende Unterwasserwelt unseres blauen Planeten antreten. Das Museum ist mit Abstand das beliebteste in Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 500.000 Menschen im Jahr wirbeln allerdings auch eine Menge Staub auf. Ja, und deshalb gibt es regelmäßig so eine Art Beauty-Kur für Becken und Bewohner. Susanne Seidel hat für uns mal einen Tag lang beim Putzen mit angepackt. Den Meeresbewohnern mal mit dem Schrubber nahe kommen. Oh, nicht, dass ich denen die Arme ausreiße. Staubsaugen als Mutprobe in luftiger Höhe. Also man muss schon schwindelfrei sein, ne? Das sollte man, ja. Hilfe. Putzroboter unter Wasser steuern. Jetzt gehe ich runter, oder was? Ja. Ich bin hier runter. Großreine machen im Ozeaneum. Meine Schicht fängt harmlos an. So, jetzt sind wir im Helgoland-Tunnel und der ist ganz schön dreckig. Das heißt, da haben wir was zu tun, den müssen wir sauber machen. Okay. Alexander Dressel ist im Ozeaneum verantwortlich für die Aquarien. Ihm soll ich heute zur Hand gehen. Mein Problem, den 4 Meter langen Wischmopp, habe ich nicht recht unter Kontrolle. So, wo ist der Tunnel? Ist das Dunkle da der Tunnel? Oder was? Na, jetzt genau. Ja, jetzt sind wir auf der Tunnelscheibe. Ach ja? Also ehrlich gesagt sehe ich überhaupt nicht, was ich mache. Ja, die eine Seite war jetzt ein bisschen unkoordiniert geputzt. Ich würde sagen, bei der zweiten Seite drüben gehen wir mal auch in die Ecken, sodass der Besucher einen klaren Durchblick hat. Ein langwieriger Job, aber wenigstens nicht gefährlich. Im Gegensatz zu diesem hier. Auch bei den Kompassquallen soll ich sauber machen. Das heißt, der Boden und die Wand einmal abputzen. Hier haben wir jetzt einen speziellen Fall. Da haben wir jetzt wirklich Tiere, die für uns auch gefährlich werden können. Das heißt, wir haben Nesselfäden und bei Berührung können es zu starken Schmerzen kommen. Sie sind nicht nur giftig, die Quallen sind auch unglaublich schwierig in Gefangenschaft zu halten und zu züchten. Kleinste Störungen können ihnen schaden. Und dann müssen wir erstmal die ganze Luft aus dem Lammfell bekommen. Nicht, dass da wieder Luftblasen ins Becken kommen. Die sind aber ganz schön empfindlich, die Viecher, oder? Ja, Quallen sind wirklich sehr, sehr empfindlich. Das heißt, ich sollte jetzt hier auch nichts vermasseln, ja? Das wäre gut. Wie schnell sterben die? Also wie lange habe ich Zeit, um wegzu... Ja, es geht relativ schnell, man weiß es. Man sieht schnell und das Problem ist, die Tiere brauchen 6-7 Monate, bis sie die Größe erreichen. Das heißt, dann haben wir ein Problem. Jetzt bloß nichts falsch machen. Geschützt durch lange Plastikhandschuhe gegen die giftigen Tentakel, mache ich mich an Scheibenputzen. So, genau. Das macht nichts. Also da an der Stange gehen sie nicht ran. Das ist nur am Fell. Gut. So. Gut. Ja, und jetzt gehen wir ganz langsam zur Scheibe. Oh, da ist eine Tentakel. Ja, das macht nichts. Die lassen wieder los. Man muss immer ganz langsam alles machen. Dann passiert da nichts. Zu wem gehört die denn? Da, ich bin hier vorne. Also ich glaube, ich habe hier 3 bis 4 Arme. Oh, nicht, dass ich denen die Arme ausreiße. Ja. Schon passiert. Oh, das tut mir jetzt echt leid, Jungs da unten. Also selbst solche Nesselfäden sind immer noch gefährlich, obwohl die Qualle gar nicht mehr dranhängt, aber bei Berührung lösen selbst die noch aus. Die Tentakel wachsen schnell nach, beruhigt Alexander mein schlechtes Gewissen. Und während ein Kollege im Boddenbecken Algen und Schmutz vom Boden saugt, helfe ich dabei, mein nächstes Putzwerkzeug runter ins Wasser zu lassen. Ich bin froh, dass ich nicht selber ins riesige Schwarmfischbecken muss, wo auch Sandtigerhai und Rochen zu Hause sind. Hier gilt es nur, einen Joystick zu bedienen. Das Reinigen übernimmt der Roboter. Ein paar Knöpfe darf man eben nicht berühren. Wie zum Beispiel den da oben, da sind wir schon ziemlich nah dran. Ach so, Finger weg. Genau. Denn ein falsches Signal und er fällt von der Scheibe. Moment, so, jetzt gehe ich runter, oder was? Ja. Wo ist denn hier runter? Mit ein bisschen Übung klappt es schließlich und macht sogar Spaß. Dann wartet die wohl größte Herausforderung auf mich. Ich soll dem Staub zu Leibe rücken, zusammen mit Techniker René Dietrichkeit. Und das in 17 Meter Höhe. In der Ausstellungshalle hängen Wale und andere riesige Meeresbewohner in Lebensgröße. Okay, und jetzt wie zu Hause? Wie zu Hause, aber die Borsten sind lang. Ja. Ja. Also bitte seicht rüberfahren. Ja. Und nicht unbedingt darauf umherkratzen. Aha. Ja. Jetzt geht's los. Ja.
Okay. Jetzt mal anfangen, man sieht das ganz deutlich. Ah. Genau. Anderthalb Jahre wurde hier jetzt nicht abgestaubt. Ja, dieses Modell ist 26 Meter lang. Warum mussten wir denn gerade mit dem Blauwal anfangen? Hatten Sie nicht was Kleineres? Ja, die kleinen Sachen hängen unten, aber wir fangen immer oben an. Man fängt immer von oben nach unten an, den direkt wegzumachen. So wie zu Hause, denke ich mal. Aber hätte man da nicht eine große Bürste nehmen können? Haben wir probiert. Das Rohr, umso länger, das wird nachher so schwer, da hat man kein Gefühl. Und man will natürlich auch nicht das Exponat hier ruinieren. Ne? Also ich glaube ja immer noch, dass Sie in Wirklichkeit noch eine riesen Bürste im Schrank haben und mich jetzt hier ein bisschen schikanieren mit dem kleinen Ding. Ja, aber die holen wir erst raus, wenn Sie abgebaut haben. Zentimeter für Zentimeter arbeite ich mich auf dem größten Tier der Erde vor. Das geht so dermaßen in die Arme. Ist das schon gut? Nee, also wenn Sie mal genau hingucken, ne? Diese ganzen kleinen Inseln da, die müssen noch alle weg. Kein Mensch. René bleibt streng. Oh, ich spüre bald nichts mehr. Und das kleine Stück, das muss noch sein. Jawohl, und noch einmal. Doch fertig bin ich hier noch lange nicht. Das wird noch eine anstrengende Schicht im Ozeaneum.